Sehr geehrter Herr Staatssekretär von der Mühlen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz, sehr geehrter Herr Zurheide, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie als Vertreter von Klimadiskurs NRW e.V. herzlich zu unserem aktuellen Klimasalon. Preiswerten Wohnraum schaffen und Klimaschützen nur ein scheinbarer Widerspruch, den wir als Klimadiskurs NRW zusammen mit der Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz veranstalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir zu Beginn einige Worte an Sie zu richten über die Entstehung der Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz. Die ersten Impulse für die Bildung der Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz wurden auf der Klimawerkstatt im Oktober 2014 gegeben. Thema der Klimawerkstatt, die damals unter anderem von Herrn Minister Groschek eröffnet wurde, war insbesondere die Frage nach neuen Konzepten bei der energetischen Sanierung von Gebäuden. Im Mai 2015 haben maßgebliche Akteure für Bauen und Wohnen in NRW in einem offenen, diskursiven Prozess die Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz zusammengebracht und sich dazu entschlossen, Klimadiskurs NRW als Plattform für Organisation, Promotion und Moderation zu nutzen. Ziel der Gebäudeallianz NRW für Klimaschutz ist es, den Klimaschutz in den Bereichen Bauen und Wohnen im Städtebau voranzubringen. Auch wenn der Zusammenschluss naturgemäß nicht zuletzt auch wegen unterschiedlicher Sichtweisen und Interessen, Sie erwähnten das bereits, Herr Kordowski, eine stetige Austausch- und Diskussionsplattform ist, so konnte sie als erstes konkretes Ergebnis ihrer Arbeit im Juli 2016 eine gemeinsame Erklärung präsentieren, in der sich die Akteure auf zentrale Forderungen einigen konnten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz in der diskursiven Tradition von Klimadiskurs NRW widmen wir uns auch heute einem Thema, das man von verschiedenen Seiten sehen kann, nämlich dem Thema preiswerten Wohnraum schaffen und Klimaschützen, nur ein Widerspruch, Fragezeichen. Das muss man da vielleicht auch betonen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, befinden wir uns heute tatsächlich zwischen preiswertem Wohnraum und Klimaschutz in einem Dilemma? Stehen preiswerter Wohnraum und Klimaschutz tatsächlich oder nur scheinbar im Widerspruch zueinander? Das ist die Frage, die wir erörtern wollen. Können wir es uns wirklich so einfach machen oder müssen wir uns auf der Suche nach der Antwort nicht nur auch andere Fragen stellen und hier vielleicht sogar sehr viel differenzierter vorgehen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, eins ist jedenfalls sicher: Eine bloße Fortschreibung von Verfahrensregeln und Vorschriften wie bisher wird uns nicht weiterhelfen. Im Gegenteil, es besteht dann die Gefahr, dass wir Technologieoffenheit immer weiter verlieren und flexibles und wirtschaftliches Herangehen an die Erfüllung der Klimaschutzziele aus den Augen verlieren. Neue Betrachtungsweisen und neue Gesichtspunkte sind hier sicherlich mit einzubeziehen. Nur das kann uns weiterhelfen. Und man darf die Hoffnung haben, dass das bei allen Verantwortlichen zunehmend auch erkannt wird. Ein erster Lichtblick kann vielleicht bereits darin gesehen werden, dass in Berlin derzeit eine Verschiebung der ENEF 2017 mehr als nur im Gespräch ist. Die Erwartungshaltung mancher Akteure wurde damit sicherlich zwar enttäuscht, die Verschiebung hat jedoch praktisch keine erkennbar negativen Folgen. Im Gegenteil, sie kann vielmehr dazu genutzt werden, Lösungen zu suchen, die sich besser umsetzen lassen und auch wirtschaftlich vertretbar sind. Denn Wohnraum im kommunalen Lebensraum muss gleichzeitig attraktiv und bezahlbar sein. Er hat eine wichtige soziale Funktion und er muss für die Anforderungen der Zukunft, auch und gerade für die Anforderungen
aus dem Klimawandel gerüstet sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen interessanten Nachmittag und darf an Herrn Zurheide zur Moderation übergeben. Dankeschön.